mein Einkommen ist nicht an die Zeit gekoppelt, weil es ist der gleiche Aufwand, 1000 Produkte einzukaufen, wie 2000 oder 3000 Produkte. Aber ich kann mit 3000 Produkten dreimal so viel verdienen wie mit 1000 Produkten. Mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Menschen, die wirklich etwas in ihrem Leben verändern wollen und bereit sind, für ihre Ziele zu arbeiten, um sich etwas Eigenes aufzubauen. Und ihnen die Informationen geben, die sie wirklich voranbringen, damit sie ihre Ziele erreichen für finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. Die Leute fragen mich immer, Niklas, warum hast du mit E-Commerce angefangen? Warum hast du gestartet mit E-Commerce und nicht mit irgendeinem anderen Geschäftsmodell? Warum hast du ausgerechnet Amazon FBA gemacht? Oder es gibt ja, keine Ahnung, heutzutage zigtausend andere Möglichkeiten, was man auch online machen kann, wie man online Geld verdienen kann, wie man sich selbstständig machen kann. Muss ja nicht mal im Internet sein. Und mich fragen halt immer mehr Leute, was war oder warum ist es genau diese Entscheidung gewesen? Und ich bin hier gerade im Urlaub, Gran Canaria, Entschuldigung für die Haare, ich war gerade noch im Meer. Ich war gerade da hinten bei Starbucks einen Kaffee trinken und hinter mir saßen zwei jüngere Männer, ich würde so sagen 30, 35, und haben darüber diskutiert, so, ja, ey, fuck, wir haben noch 3-4 Tage Urlaub und danach müssen wir ja zurück zur Arbeit. Und der andere meinte so, ja, komm, aber wir haben im so und so schon wieder Urlaub und dann kommen wir wieder irgendwo hin. Und dann dachte ich, ich mache mal eben kurz ein Video, weil das ist so dieses Gefühl, was ich auch hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Es war nicht so, dass ich meinen Job gehasst habe. Ich habe damals bei Daimler gearbeitet. Ich hatte einen guten Job, so, ich möchte mich gar nicht drüber beklagen. Aber ich wusste irgendwie, dass ich was anderes machen will. Ich wusste irgendwie, ich will mir selber einteilen, wann ich arbeite. Es ging mir nie darum, nicht zu arbeiten. Ich war nie derjenige, der gesagt hat, hey Bro, ich möchte keine Arbeit investieren, ich will nichts tun, ich will mir nicht den Arsch aufreißen oder sowas. Mir ging es eher darum, das halt zu meinen Konditionen zu machen, so wie ich das eben haben will. Und ich bin dann damals losgegangen. Ich habe keine Leute in meinem Umfeld gehabt, die Unternehmer waren, die mir große Ratschläge geben konnten, was man machen soll, wie man das macht und so weiter und so fort. Ich bin einfach hingegangen, ich habe recherchiert, wie die meisten wahrscheinlich, einfach mal online Geld verdienen gegoogelt oder mir zig Videos angeschaut, was es für Möglichkeiten gibt, und bin dadurch eigentlich nicht wirklich schlauer geworden. Klar, man lernt was, aber man hat nicht so diesen Geistesblitz und sagt so, oh ja, genau das, und aus den Gründen ist das jetzt das Beste. Und ich habe in den letzten Jahren gelernt, dass es gibt nicht dieses beste Geschäftsmodell. Es ist nicht so, dass Amazon FBA das Beste ist. Es ist sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, also müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Ich sehe die Insights, wir haben die Kunden, wir machen es selber. Wir sehen jeden Tag, was möglich ist, aber es gibt natürlich auch andere Modelle, die sehr gut funktionieren. Und ich glaube, dass die meisten Leute, und darum geht es auch in diesem Video, sich viel zu viele Gedanken darum machen, hey, was ist das perfekte Modell? Mit was kann ich denn jetzt erfolgreich werden? Im Grunde genommen geht es gar nicht darum so sehr, was du machst. Das ist nämlich das Denken vom Angestellten. Der Angestellte überlegt sich immer, bevor er den Job natürlich annimmt oder bevor er sich in irgendeine Richtung entscheidet, was mache ich denn den ganzen Tag? Dann, ja, was muss ich denn den ganzen Tag machen? Aber als Unternehmer oder Selbstständiger ist das nicht so wichtig, weil du kannst dir später eben aussuchen, was du machst. Und das ist auch egal, was du für ein Modell machst. Ja? Ich sag mal, einfach um mal ein Beispiel zu geben, der CEO von Mercedes und der CEO von Apple werden sehr, sehr ähnliche Aufgaben haben. Ja? Obwohl die in einer völlig anderen Branche unterwegs sind. Ja? Oder der CEO von welchem Unternehmen auch immer. Und das ist eben so der Punkt, den viele, glaube ich, nicht verstehen. Es geht nicht darum, das perfekte Modell zu finden, den perfekten Weg, sondern man muss sich das Ziel setzen. Und wenn du dir das Ziel setzt, dann schauen, okay, welches Modell führt denn zu diesem Ziel? Zum Beispiel war es für mich, wie gesagt, nicht wichtig, wenig zu arbeiten, aber ich wollte mir einteilen, wann ich arbeite. Das heißt, ich habe schon mal direkt alle Geschäftsmodelle, wo ich eine 1:1 Dienstleistung zum Beispiel erbringe, im Sinne von, keine Ahnung, sagen wir mal zum Beispiel, Was gibt es zum Beispiel? Sagen wir mal beispielsweise einen Zahnarzt. Ich würde niemals in meinem Leben Zahnarzt sein wollen. Niemals. Weil ich kann nur Geld verdienen, wenn ich irgendjemand anderen im Mund gerade rumstochere. Das ist der einzige Weg. Ja, ich muss da sein, um Geld zu verdienen. Und ich muss zu einer bestimmten Zeit da sein und an einem bestimmten Ort da sein. Das habe ich alles also aussortiert. So, das heißt, ich bin relativ schnell darauf gekommen, um es mal kurz zu fassen, dass ich was online machen will, weil ich wollte es nicht von 0 auf 100 starten. Mir war wichtig, dass ich meinen Hauptjob weiterhaben kann, dass ich meine Wohnung und so weiter und so fort finanzieren kann, dass ich da safe bin von der Seite her und auf der anderen Seite eben die Chance habe, wirklich finanziell unabhängig zu werden. So, und
dann habe ich mich halt in diese Online-Modelle reingestürzt und um ehrlich zu sein, ich habe auch mehrere Sachen ausprobiert, es sind auch viele Sachen gescheitert, es lag auch nicht unbedingt an dem Modell. Es lag mehr an mir, wie ich das damals umgesetzt habe, weil ich war, wie gesagt, noch nie selbstständig. Ich wusste nicht, worauf es ankommt. Ich wusste nicht, wie man Gewerbe anmeldet, wie man seine Steuererklärung macht oder sonst irgendwelche Sachen. Ich war im Grunde genommen ja, einfach neu in der Thematik. Und ich glaube, die meisten Leute, die nach was schauen, die sind auch neu in der Thematik. Also wenn du gerade bist, kannst du ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, hey, bist du selbstständig und willst jetzt ins Online-Business einsteigen oder bist du aktuell angestellt und willst sozusagen was Eigenes aufbauen? Und ja, ich habe mir also dieses Ziel gesetzt, ich wollte es unabhängig haben. Und was mir auch wichtig war am Anfang, war tatsächlich, wie viel Geld ich verdienen kann. Und zwar war das daher wichtig, weil ich habe gestartet und habe am Anfang Webseiten gebaut, so ein bisschen Affiliate-Marketing gemacht für den einen oder anderen, dem das sagt. Und damit habe ich überhaupt kein Geld verdient. Ich habe super viel Zeit reingesteckt, aber es kam kein Geld rüber. Ich habe zwar vielleicht 200, 300 Euro im Monat gemacht, aber ich hatte dafür so viel Zeit, dass ich eigentlich besser in meinem Job hätte mehr arbeiten können und hätte damit mehr Geld verdient. So, das heißt, es war eigentlich nicht wirklich, ich bin nicht freier oder unabhängiger dadurch geworden. Und ich habe dann damals tatsächlich einfach geschaut, okay, was ist für mich greifbar, was kann ich nachvollziehen, was überhaupt funktioniert. Das war damals für mich E-Commerce, weil ich selbst eigentlich fast jede Woche irgendwas online bestellt habe. Und wusste, dass da auf jeden Fall viel Umsatz gemacht wird. Und ich kenne selbst sehr viele Handelsunternehmen, oder jeder kennt, glaube ich, viele Handelsunternehmen. Und ich habe mir immer gedacht, wie geil ist das? Jedes Produkt, immer wenn du Geld ausgibst, immer wenn du irgendwo was kaufst, dann verdient gerade jemand anderes Geld daran. Und ich dachte mir, wieso bin ich nicht diese Person? Weil ich brauche keinen bestimmten Skill. Ich muss nicht besonders gut in etwas sein. Wenn du zum Beispiel extrem viel Geld vielleicht verdienen willst als Webseitenbauer, dann musst du in der Lage sein, extrem geile Webseiten zu bauen. Sonst wirst du niemanden finden, der dir extrem viel Geld dafür zahlt. Aber im Handel ist das nicht so, weil du kannst die Produkte einkaufen. Das heißt, deine Dienstleistung oder das Produkt, das musst du nicht selbst herstellen, sondern du kannst es einkaufen. Und das ist der riesige Unterschied zwischen den meisten anderen Geschäftsmodellen. Das heißt, ich kann auch später meinen Verdienst, ist nicht an den Aufwand gekoppelt. Ja? Mein Einkommen ist nicht an die Zeit gekoppelt, weil es ist der gleiche Aufwand, 1.000 Produkte einzukaufen wie 2.000 oder 3.000 Produkte. Aber ich kann mit 3.000 Produkten dreimal so viel verdienen wie mit 1.000 Produkten. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich mache E-Commerce. Es gibt bestimmt viele andere Geschäftsmodelle. Wir machen ja mittlerweile zum Beispiel, was ich auch mache, wir machen Coaching. Coaching zum Beispiel ist eine Sache, ich sehe immer, irgendwelche Leute wollen Coaches werden. Das ist ja brutal. Ne? Sind bestimmt 50, 60 Stunden Wochen bei uns. Ja, wir haben jetzt fast 30 Mitarbeiter Vollzeit, das heißt, da ist ein extremer Kostenapparat dahinter. Das hätte ich am Anfang so gar nicht machen können, neben meinem Hauptberuf, wäre nicht möglich gewesen. Handel ging. Ja, jetzt zum Beispiel sind zum Beispiel auch im Softwarebereich aktiv mittlerweile, entwickeln Software mit einem Unternehmen, da auch. Ich selbst habe keine Ahnung von Softwareentwicklung, ich habe noch nie irgendwas programmiert. Aber als Geschäftsführer kann ich mir Leute suchen, die etwas programmieren, ich kann mir Mitarbeiter suchen, ich kann mir Agenturen suchen und so weiter und so fort. Ich kann Dinge outsourcen. Das kann man jetzt, oder das macht man ja als Angestellter eigentlich nicht. Ja? Und Handel aber, und das war eben für mich auch der Punkt, kann man alleine starten. Ich brauche kein Lager, ich brauche keine Leute, ich brauche keine Mitarbeiter, ich brauche keine Mietwohnung oder ein Büro oder sonst irgendwas, sondern ich kann einfach starten, ich kann Produkte irgendwo einkaufen, ich kann aber trotzdem, habe ich den Hebel, wirklich was zu verbessern, es ist was Unternehmerisches. Ja, ich kann Marken aufbauen, ich kann Produkte verkaufen, die mich selbst interessieren, wo ich selbst Bock drauf habe, wo ich das Gefühl habe, hey, hier kann ich vielleicht sogar mal ein Produkt verbessern. Ich kann mich in eine Sache reinfuchsen, ich kann mit was anfangen. Und deswegen habe ich mit E-Commerce gestartet. Und am Ende des Tages musst du dir schauen, wo willst du hin, was ist dein Ziel? Und wenn du dieses Ziel hast, dann musst du einfach einen Weg suchen, musst anfangen, diesen Weg zu gehen. Weil das ist der größte Punkt, den die meisten nämlich verpassen, dadurch, dass es auf YouTube so viele Informationen gibt. Es gibt so viele Infos hier zu allen möglichen Themen. Und es ist so wie dieses Chipsregal, vor dem du stehst, wo es 500 Chipsorten gibt und du kannst dir nicht entscheiden, welche du nimmst. Und dadurch vergeht immer mehr Zeit, immer mehr Zeit, immer mehr Zeit und verlierst diese Zeit und könntest eigentlich schon viel weiter sein. Und deswegen ist es wichtig, dass du irgendwann den Punkt ergreifst und sagst, hey, ich entscheide mich jetzt für eine Sache, die für mich sinnvoll ist und funktionieren tut es. Funktionieren tut es. Du musst es nur lernen. Du musst es verstehen, du musst es lernen und das musst du bei jedem Geschäftsmodell. Hör auf die Leute zu hören, die dir sagen, du kannst schnell reich werden. Du kannst verhältnismäßig schnell viel Geld verdienen, heutzutage. Vor 30, 40 Jahren war es vielleicht möglich, aber dieses schnell reich werden, dieses du brauchst kein Geld, du brauchst gar keine Zeit, das ist Bullshit.
Die Leute kannst du streichen, aber die Dinge, die sonst funktionieren, sowas wie Handel, ja, sowas wie Dienstleistungen online, natürlich funktioniert das. Entscheide dich für einen Punkt und dann musst du anfangen, aber in diesen Punkt tiefer reinzugehen, als immer von einem zum anderen zu hopsen und ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Und wenn du das tust, dann wirst du auch schnell viel mehr begreifen und kommst auch schnell voran. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie du überhaupt erfolgreich wirst. Nicht durch das richtige Geschäftsmodell, nicht durch glücklichen Zufall, oh, ich habe mich jetzt gerade dafür entschieden und das geht gerade durch die Decke, sondern indem du einfach schaust, wo dein Ziel ist und dich für ein Geschäftsmodell entscheidest, mit dem das möglich ist und dann lernst, wie das für dich möglich ist. Und genau dabei helfe ich Menschen, aber es ist auch ganz wichtig, komm nicht zu mir oder so, weil du denkst, jo, der hat es geschafft, der hat verdient jetzt gutes Geld, der hat viele Mitarbeiter und so weiter und so fort, sondern du sollst immer Leute suchen, mit denen du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hast, hey, ich verstehe, was die sagen, ich habe Bock, von denen was zu lernen und ich habe Bock, mit denen voranzukommen. Und es geht doch nicht nur darum, dass du Leute findest, die viel Geld verdienen, weil viel Geld ist natürlich geil, ja? Aber du musst dir die Leute suchen, die wirklich frei sind, die wirklich, wirklich das geschafft haben, woran du auch arbeitest, weil Geld ist am Ende des Tages, Geld ist was Schönes so. Man kann sich Geld haben, kann sich eine schöne Uhr kaufen, kann sich ein Mikrofon hier kaufen. Oder Mitarbeiter fragen, ob er einem das bestellt. Man kann sich einen schönen Urlaub leisten. Man kann gut essen. Das sind alles sehr schöne Sachen. Aber für all das braucht man Zeit. Und es bringt dir nichts, ein Business anzufangen, wo du 20 Stunden am Tag arbeitest. Es bringt dir auch nicht, ein Business anzufangen, wo du nur 2 Stunden arbeitest, aber auf der anderen Seite gar nichts verdienst. Ja. Und es bringt auch nichts, von Leuten zu lernen, die dir das erzählen wollen. Oder die dir das vorleben, weil es bringt dir nichts. Also schau, dass du jemanden findest, mit dem du auch Bock hast, zusammenzuarbeiten. Wenn ich das bin, dann freue ich mich natürlich darüber. Beziehungsweise du arbeitest ja auch nicht nur mit meinem Team bei uns zusammen, sondern nicht nur mit mir, sondern mit meinem ganzen Team zusammen. Es sind auch mehrere Leute. Aber am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass du eine Entscheidung triffst und dann wirklich mal vorankommst. Also in dem Sinne, wenn du Interesse hast an der Zusammenarbeit, unter diesem Video hier findest du die Links, unter jedem unserer Videos. Du kannst dich jederzeit eintragen. Ja? Und versuch es einfach mal. Trag dich einfach mal ein und guck mal, was passiert. Vielleicht verändert es dein ganzes Leben. Es kann nichts passieren, wir beißen nicht. Ja? Wir machen nichts Unrechtes. Wir setzen niemanden unter Druck oder was weiß ich, labern irgendeine Scheiße, sondern wir versuchen dir zu helfen und zu schauen erstmal, ob wir dir überhaupt helfen können. Also, in dem Sinne, mein Name ist Niklas Spielmeier. Ich wünsche euch, wann auch immer ihr das schaut, schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal, weiterhin viel Erfolg und ciao. Ja, mein Name ist Raj. Ich komme aus Köln und zu Amazon FBA bin ich gekommen. Ja, ich habe früher immer Videos gesehen und wollte seit dem Anfang des Jahres selber durchstarten. Und dann habe ich gesehen, dass das nicht alleine funktioniert und ich einen gescheiten Coach brauche an der Seite, der mich dabei unterstützt. Ja, ich habe jetzt wirklich am Montag erstmal einen Produktcall und die Suche nach Produkten hat jetzt etwas länger gedauert. Aber jetzt habe ich ein gescheites Produkt, was ich am Montag vorstellen werde. Und ja, dann die Samples bestellen und ich hoffe, dann geht's auch schon los mit dem Verkauf. Ja, man wird hier an die Hand genommen von A bis Z. Es wird alles gezeigt. Man hat auch jeden Tag die Möglichkeit, einen Coach anzusprechen, Fragen zu stellen. Ja, man ist dabei geführt und ja, man wird komplett unterstützt von A bis Z. Ich bin hier, weil ich den Niklas gesehen habe. Er strahlt so eine Energie aus und die zieht auch einen mit und die ist immer positiv. Und ja, einfach die Energie. Er ist einfach krass.